Clemens Kollmann erzählt in seinem Diplomprojekt die Leiden der jungen Hertha, die Liebesgeschichte zwischen einer jungen Zofe und des Kaisers Thronfolger, der stumm ist und sich nur über das Posaunenspiel auszudrücken vermag. Gewiss, sprach mir des Kaisers. Nun denn, auf, bringe es ihm bei. Gewiss, auf. Die letzte Hoffnung besteht in Brandstotter, der als Dolmetscher für den Sohn engagiert wird, um zwischen Posaune und Sprache zu vermitteln. Der Diplomant baut als zweite Handlungsebene das Phänomen der Selbstähnlichkeit von Personen, Orten und Verhaltensmuster ein, dargestellt mittels eines Bürgermeisters und zwei alten Damen. Die Musik wurde von Clemens Kollmann selbst komponiert und arrangiert. Die Geschichte gipfelt in einem Happy End, welches durch den wahrscheinlich ersten Posaunenkuss in der Geschichte des Musiktheaters besiegelt wird.